Hey Mädels, ich bin's Alina, willkommen auf meinem Channel Team Alina und heute geht's um die Size Zero Ernährungspläne und die Neuerungen darin. Viel Spaß dabei! So ihr Lieben, wir hatten ja ein paar Änderungen in den Plänen. Das heißt nicht überhaupt Änderungen, sondern es besteht nach wie vor aus, also das Size Zero Trainings- und Ernährungsprogramm, aus einem Trainingsteil, einem Ernährungsteil und einem Motivationsteil. Und die Ernährungs- und Trainingspläne und auch die Videos und, die wechseln ja alle 2 Wochen. Und jetzt haben wir eine Neuerung und das sind die Ernährungspläne im Programm. Die alten, das Original sozusagen, die bestehen weiterhin, weil das sind wirklich die Ernährungspläne, die euch zum Foto eures Lebens führen. Also zu dem Vorher-Nachher-Vergleich, den ihr haben wolltet. Also einfach alles das, was in 10 Wochen mit Ernährung und Training halt drin ist. Also zu der eurer Topform sozusagen innerhalb von 10 Wochen. Und die bestehen auch weiterhin und die können auch jeder befolgen. Was wir aber gemacht haben, ist, dass wir uns überlegt haben, okay, was passiert denn, wenn jemand aber eigentlich nicht so viel abnehmen will? Was ist, wenn jemand nur 2 bis 3 Kilo abnehmen will oder vielleicht auch 4, aber auf jeden Fall nicht 10, 15, 20 oder so in den 10 Wochen? Dann sind die Ernährungspläne schon ziemlich, was heißt hart, sondern sie sind sehr... Also man würde es zum Beispiel in Woche 3, 4, so ist es dann bei mir, wenn ich halt wirklich nur noch meinen Winterspeck ein bisschen wieder loswerden will, bin ich in 3 Wochen schon wieder in Topform oder in 4. Also da brauche ich eigentlich nicht mehr viel abnehmen. Und bisher war es halt so, dass die Mädels dann sagen konnten, sie werden die Trainingspläne, die Trainingspläne befolgen weiterhin bis Woche 10, jegliche Änderung und. Nur die Ernährungspläne, die cutten die und machen nicht mehr weiter. Und jetzt ist es so, dass wir gesagt haben, okay, vielleicht können die Mädels einfach sowieso nicht da anfangen, wo alle anderen anfangen und auch nicht da aufhören, sondern da haben wir gewisse Änderungen vorgenommen und haben gedacht, naja, dann packen wir sie doch aber ab Anfang an. Also in Woche 1 gibt es ja den Ernährungsplan original für Woche 1 und 2. Aber auch eine Light-Version. Wir haben sie auch Size Zero Light genannt. Nicht, dass man noch leichter wird, sondern eher eine abgeschwächte Version von den Foto-deines-Lebens-Ernährungsplänen sozusagen. So, dass man, wenn man nicht so viel abnehmen muss, diese befolgen kann, wenn man möchte. Oder aber, dass man im Programm auf sie umsteigt. Also man sagt, oh, ich fange damit an, ich weiß ja nicht, wie es bei mir anschlägt. Und dann merkt ihr auf einmal, oh, das schlägt so krass an und in Woche 4 wollt ihr schon aufhören. Dann könntet ihr theoretisch noch switchen oder halt mit dem Original aufhören und bei der Woche stehen bleiben, wo ihr gerade seid, wenn ihr sagt, das passt mir sehr gut. Das ist dann eure Entscheidung. Also da könnt ihr auch ausprobieren und umswitchen und. Wir wollten halt nur gesagt haben, dass der Original-Size-Zero-Plan halt zu diesem Vorher-Nachher-Foto führt, was ganz viele immer auf meinen Facebook-Seiten, also auf der Size-Zero-Seite sehen. Und der Light-Plan auch sehr gut funktioniert, nur halt für nur ein paar Kilo in diesen 10 Wochen sind. Und vielleicht es mehr um den Sport geht, dass jemand sich sportlich merkt, betätigen möchte, dass die Muskeln sich formen und. Also da nimmt man vielleicht den Light-Plan. Was ich mir auch gedacht habe bei der Light-Version ist, viele sagen ja, oh, jetzt habe ich 10 Wochen durch, habe das Foto meines Lebens in der Hand, was mache ich nun? Also wie mache ich weiter? Natürlich können sie das Size Zero Pro Programm machen, also das Nachfolgeprogramm. Sie können Size Zero Gym machen, wenn sie jetzt einfach mal an Geräten und der Langhantel im Gym trainieren möchten. Da kriegt ihr natürlich auch Ernährungs- und Trainingspläne und wieder, also wie gewohnt. Aber was ist, wenn ich vielleicht erstmal noch ein bisschen was anderes machen will oder vielleicht mein Size Zero 2.0, also das heißt eine zweite Runde einlegen will. Die bezahlt man ja nicht, sondern man kann sie einfach normal einlegen und danach sagen, vielleicht möchte ich danach durchstarten mit meinem anderen Sportprogramm, aber ich möchte jetzt einfach nochmal die Pläne wiederholen. Und da würde ich sagen, ist der Size Zero Light Ernährungsplan oder die Pläne im Programm auch perfekt geeignet, weil man kann eine langsamere Runde machen, also eine, wo man nicht mehr so viel abnehmen muss, weil man hat ja schon vorher abgenommen, man hat das Ganze ja schon 10 Wochen lang gemacht. Und ich würde sagen, für eine zweite Runde wäre ebenfalls sehr gut geeignet. Und dann gibt es auch noch die Möglichkeit, dass man den Size Zero Light Plan für danach verwendet. Also bestimmte Wochen in diesem Programm und in diesen Ernährungsplänen, die Leitpläne, sind auch für danach geeignet. Das geben wir dann nochmal im Programm an. Aber die könntet ihr einfach sagen, wenn ihr halten möchtet oder einfach den Lifestyle leben wollt, also gesund und regelmäßiges Essen beibehalten wolltet. Und was da noch alles dazugehört, wie ihr das umsetzen könnt, kommt dann in der letzten Woche. Wir haben euch dazu auch ein neues Endvideo gedreht.
da werdet ihr dann alles erfahren von uns und uns alles aus der Nase ziehen können. Aber auf jeden Fall, das wäre eine Sache. Also einmal eine zweite Runde, eine lockere Runde starten. Die erste Runde starten und nicht so viel abnehmen müssen. Und danach für den Lifestyle. Das haben wir uns gedacht bei den Leitplänen. Dafür sind die super geeignet und ich hoffe eigentlich, euch gefällt das. Ich habe jetzt noch keine Klagen gehört. Alle haben sich ziemlich doll gefreut, dass wir die einfach mal so mit reingepackt haben, damit ihr einfach nicht in der Luft hängt. Damit wir auch, also wir haben auch eine gewisse Verantwortung euch gegenüber, finde ich. Und dass ihr einfach wisst, wie man danach weitermachen kann, was man für Möglichkeiten hat. Weil ihr kennt ja nach, also an Tag 71 gibt es ja bei uns immer den sogenannten Cheat Day, den Julian und ich so gerne zelebriert haben. Im Moment ja auch nicht, weil ich bin ja auch gerade an Tag 24 heute im Programm. Aber sonst haben Julian und ich ja einen Cheat Day gemacht. Oder ich habe auch mal eine High-Carb-Phase ohne Cheat Days ausprobiert. Also da gibt es ja sämtliche Möglichkeiten, was man so macht. Ob man Cheat Meals macht, nur danach einmal die Woche. Ob man sich täglich eine Kleinigkeit gönnt, wenn man das einfach nicht möchte, so einen großen Cheat Day. Da gibt es 1000 Möglichkeiten, aber auf jeden Fall wollte ich mit diesem Video einfach nur sagen, diese Pläne gibt es jetzt für euch. Da sollte jetzt für jeden von euch was dabei sein. Also für den, der das Foto seines Lebens in der Hand halten will nach 10 Wochen, der eine leichte Runde starten möchte, weil er nicht so viel abnehmen möchte, der eine zweite Runde, eine lockere Runde starten möchte oder aber auch den Lifestyle für danach finden. So, ich hoffe, ich konnte euch helfen. Habt ihr noch irgendwelche Fragen, schreibt sie in die Kommentare, dann beantworte ich sie einfach darunter unter diesem Video. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen und wenn, werdet ihr mich jetzt bestimmt dran erinnern und ich freue mich auf eure Kommentare und ich hoffe, ich konnte euch helfen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Nee, nochmal.